Ja, willkommen und herzlich zurück. Ja, was war das für eine Begrüßung? Die war gar nichts. Ja, wir sind zurück bei Book of Unwritten Tales und ich überlege, ob ich die beiden hier zusammen in dem Raum lassen kann. Na gut, ich meine, bei ihr mache ich mir jetzt keine Sorgen, sie steht nicht so auf ihn, aber er guckt schon ein bisschen. Also, der alte Lustmolchhändler hier. Hallo. Ja? Auf Wiedersehen. Wir brauchen... Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Ja, wir müssen Wolfspelze holen. Kann sie uns vielleicht noch irgendwie helfen? Ansonsten schauen wir mal hoch Hallo. Zum Gulliver. Haben Sie vielleicht etwas Silber? Dann könnte ich einen Silberbolzen machen und mich so gegen den Werwolf verteidigen. Was interessiert mich der Werwolf im Wald? Ich will ins Schloss. Das ist die andere Richtung. Ja, aber wenn der Werwolf aus dem Weg geräumt ist, kann ich mich um den kopflosen Reiter kümmern. Und wenn der weg ist, bringt uns der Bürgermeister zum Schloss. Ziemlich weit hergeholt. Da inszeniere ich lieber eine Kleidungsfehlfunktion und überzeuge den Trottel damit, alles für mich zu tun. Allerdings ist das ein gewisses Risiko. Ich habe Fladdy geschrieben, ich sei eine tugendhafte Jungfrau. Haben Sie nun Silber oder nicht? Natürlich besitze ich Silberschmuck, aber nicht für deine Spielereien. Okay, sie hat uns Silber. Ich glaube, es gibt einen Weg, den Grafen von ihrer Anwesenheit im Dorf in Kenntnis zu setzen. Ja? Alles, was ich dafür brauche, ist ein wenig Silber. Wozu? Ich gebe ihm einfach Lichtsignale. Morsecode, verstehen Sie? Wenn ich einen richtig, richtig guten Spiegel hätte, würde das Mondlicht dafür ausreichen. Und nichts spiegelt Mondlicht besser als Silber, wie jedes Kind weiß. Klar, man sagt ja auch, der Mond schien silbern und sowas. Richtig. Ich würde das Silber einschmelzen und auf eine Glasscheibe dampfen. Verdammt clever. Wie viel Silber brauchst du? Etwa so viel, wie man für einen Armbrustbolzen aus Silber bräuchte. Naja, wenn alles läuft wie geplant, habe ich bald Truhen voll von dem Zeug. Sag okay. Bescheid, wenn du soweit bist. Es ist wichtig. Ja, klar. Oh, es ist eine doofe Nuss. Also unglaublich. Der Wolfspelz, den Sie da haben, können Sie ihn mir geben? Warum? Such dir selber einen. Aber ich brauche ihn. Eigentlich sogar 10. Und ich? Soll ich frieren, nur weil du einen Pelz brauchst? Ich könnte dir diese Decke im... Wenn Ihnen kalt ist, kann ich Ihnen diese schöne Wolldecke anbieten. Danke, aber mit dem Pelz geht's. Ja, aber... Finden Sie nicht, glaub, dass das Fell ein wenig kriegen? Seltsam aussieht? Du meinst... Naja, ich weiß nicht. Schick ist es nicht. Aber Felle sind doch so flauschig. Egal, was die blöden Tierschützer sagen. Ich komme aus Seefels. Oh, oh. Dort decken sich die Damen die Beine mit Wolldecken zu. Tatsächlich? Da fällt mir gerade ein, Fladdy hat die Wölfe in einem seiner Briefe mal seine Kinder der Nacht genannt. Da wollen sie sich doch bestimmt nicht mit einem Wolfsfell über den Beinen erwischen lassen, oder? Ich hätte hier eine schöne Wolldecke im Angebot. Na, viel guck, besser. Können wir auswechseln. Und mit dem Wolfspelz, ich weiß nicht, ob wir ihn runterhandeln können, auf einen. Aber Nein, offenbar... ich lasse sie lieber schmollen. Ja, also es, ja, danke, die doofe Nuss hat uns hier direkt geholfen. Ich hab gedacht, wir müssen jetzt wirklich hier überall rumgehen. Und... Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich einen Geist fernhalten könnte. Oh, dann bist du also der Geisterexperte, ja? Hast du dein Leben auch in einem verfluchten Dorf verbracht und bist als einziger übrig, nachdem alle anderen längst fort sind? Sogar der alte Reverend Südo, der ja angeblich alles über das Böse wusste? Entschuldigung. Okay, wie kriegen wir das hin? Ich glaube, ich werde nochmal mit ihm reden und gucken wir mal, ob... er irgendwas Neues Hallo. Hat. Hallo. Ja?
Schauen Sie hier, ein Wolfsfell. Fehlen noch 9 Wolfsfelle. Sie haben es sich gar nicht angesehen. Es war ein Wolfsfell. Fehlen noch 9. Brauchen Sie wirklich noch 9 andere Felle? Sie hat schon das erste nicht interessiert. Die Quest lautet 10 Wolfsfelle für eine leichte Armbrust. Ein Fell wurde abgegeben, fehlen noch 9. Wenn es dir dann mehr Spaß macht, kann ich mir eine Geschichte ausdenken, wofür ich sie brauche. Kann man bei Ihnen vielleicht Wolfsfelle kaufen? Klar. Ein Wolfsfell für, 3 Federn, eine Harpyne. Vergessen Sie's. Okay, das wäre es jetzt natürlich gewesen. Ich soll also 10 Wolfspelze abliefern und bekomme dafür eine Armbrust, mit der ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann? Richtig. Und während du die Pelze besorgst, wirst du wertvolle Erfahrung sammeln, die dich zu einem besseren Helden macht. Aber es wird ewig dauern, 10 Wölfe zu finden. Und ihnen die Felle über die Ohren ziehen möchte ich erst recht nicht. Die brauchen sie doch. 10 Felle für eine Armbrust. Das ist die Quest. Wenn du willst, kann ich mir schnell eine Hintergrundgeschichte dafür überlegen. Kein Interesse. Okay, gut. Das hilft Brauchen Sie wirklich noch 9 andere Fälle? Sie hat schon das erste nicht interessiert. Die Quest lautet, wenn es dir dann... Okay. Kann man bei Ihnen vielleicht Wolfsfälle kaufen? Klar, ja, das hatten wir. Okay. Auf Wiedersehen. Der hilft uns nicht weiter. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Gut, gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Nee. Okay, dann schauen wir mal hoch zu Gulliver, würde ich sagen. Das Haus hier wird uns... Warte mal, vielleicht kann ich ja die Bretter wegmachen und jeweils immer... Die Wand des Ladens wurde nur notdürftig vernagelt. Kopflose Reiter oder ein Werwolf würden sich von den paar kleinen Brettern bestimmt nicht aufhalten lassen. Kann ich das hier irgendwie wegmachen? Das ist... Vielleicht kann mir das helfen. Ich kann nicht sehen. Der Wolfspelz liegt genau vor dem Loch. Okay, dann schnappen wir uns den Wolfspelz. Hab ihn. Jetzt gehen wir rein und geben den wieder ab. So. Ich habe hier noch ein Wolfsfell für Sie. Ein anderes. Großartig. Fehlen noch weitere Wolfsfelle. Aber selbstverständlich. Kleinen Augenblick. Okay. Und? Hast du während der Erfüllung der Quest Erfahrung gesammelt? Oh ja. Ja. Es schlägt die Zeit tot. Und kommt es darauf nicht an? Eigentlich nicht. Hier ist deine Armbrust. So. Sehr gut. Damit habe ich alles, um endlich tiefer in den Wald vordringen zu können. Wünschen Sie mir Glück? Das tue ich. Und du wirst es brauchen. Was ist mit meinen Bolzen? Kann ich die bei ihm noch irgendwie einschmelzen oder muss ich damit rüber zur alten Schmelze gehen? Anscheinend ja. Wir können aber auch mal probieren, ob wir damit in den Laden reinkommen. Oder kann ich es hier einschmelzen? Na, wir gucken erstmal noch zu Gulliver, bevor wir wieder in den Wald reingehen. So. Kann ich vielleicht auch dieses Wolfsfellstück hier mitnehmen? Nee, geht nicht. Ich denke aber, ich werde hier noch was... Ich habe ja noch den Becher. Und wahrscheinlich muss ich die einschmelzen. Das ist immer so. Der Becher ist fast voll mit Silberschmuck. Sah erst gar nicht nach so viel aus. Okay. Und dann tun wir das am besten ins Feuer hier an der Seite. Silber schmilzt erst bei hohen Temperaturen.
Das Feuer dürfte dafür also besser geeignet sein. Ach so, okay, gut zum Wissen. Na, guck. Mal schauen, was passiert. Oh, heiß. Ja, perfekt. Benutze das geschmolzene Silber mit Eiserner. Kann ich die damit? Hallo? Nee, geht wohl nicht. Eiserner Armbrustbolzen. Grober Sand, altes Beil. Um heiße Kohlen mit bloßen Fingern anzufassen, bräuchte ich schon einen richtig, richtig guten Grund. Okay, der grobe Sand ins Feuer, damit wir es löschen können, geht auch nicht. Mit dem Beil rausfischen geht auch nicht. Mit der Armbrust, na, Mist. Ach, benutze das geschmolzene Silber mit dem... Kacke. Da geht nichts. Reden wir mit denen. Vielleicht kriegt ihr einen von denen Sinn. Wilbur, wie können wir helfen? Im Herz des Waldes müsste es viel psychokinetische Energie geben. Was für ein Ding? Naja, so eine Art Energie, die von übernatürlichen Sachen ausgestrahlt wird. Man kann sie mit so einem kleinen Gerät mit Ärmchen dran aufspüren. Könnt ihr so ein Gerät bauen? So ein kleines Gerät mit Ärmchen dran, das Spuk aufspürt? Keine besonders präzise Beschreibung. Kannst du Konstruktionspläne besorgen? Dann können Nate und ich unser Glück versuchen. Nein, glaube nicht. Okay, Wenn wir uns keinen eigenen PKE-Detektor bauen können, müssen wir irgendwie den vom Bürgermeister bekommen. Aber er will ihn nicht hergeben, weil er ihm zuverlässig die Gegenwart von übernatürlichen Dingen anzeigt. Was schlägst du vor? Ich arbeite austauschen. Daran. Oder? Wäre das vielleicht eine Idee? Ich dachte mir, im Dorf wärt ihr vielleicht sicherer als hier. Ich habe den Bürgermeister gefragt, ob ihr dort warten könnt. Lass mich raten, was er gesagt hat. Zombies kommen mir nicht ins Haus. Das ist doch ungerecht. Leider. Warum will er euch nicht helfen? Die Leute kennen uns nicht. Und vor dem, was sie nicht kennen, haben sie Angst. Vielleicht kann ich noch mal mit ihm reden. In Seefels dachte ich, dass Erfolg und genug Geld die Leute vielleicht vergessen lassen könnte, wer wir sind. Aber das tun sie nicht. Nie. Also gut, haltet die Stellung. Ja. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Vorurteile sind halt doch stark und... Ja, was Menschen nicht kennen, das macht ihn. Jedes Mal, wenn ich ihn anspreche, sehe ich diese schreckliche Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung in seinen Augen. Das tue ich mir nicht häufiger an als nötig. Okay. Der kleine Kerl hält sich wacker. Er überlegt bestimmt, wie er mir helfen kann. Könnte man hinter seine Stirn blicken, würde man die kleinen Zahnräder arbeiten sehen. Kann Emma irgendwie helfen, das rauszuholen? Nimm die glühenden Kohlen, benutze das geschmolzene mit. Ich brauche kleine Kügelchen, aber die haben wir noch nicht. Ich glaube, dann werden wir zurückgehen in den Wald und da suchen. Okay, ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen. Bis